Mal begrüßen dürfen, Inken Henningsen. Herzlich willkommen! Mensch, ich frage mich die ganze Zeit, lieber Andi, ob die Optik auch noch so ein Auswahlkriterium gewesen ist. Du schickst ja nur hübsche Frauen hier oben auf den Sprungturm, sag mal. Was hast du da gemacht? Wie hast du die ganze hübsche Frauen überzeugt? Nee, ich habe jetzt nicht nach Äußerlichkeiten irgendwo geachtet, sondern ich habe wirklich nur nach inneren Qualitäten und Willensfähigkeiten geschaut. Sehr gut. Wie groß war dein Wille zu sagen, ich springe vom Fünfer am heutigen Samstagabend mit? Naja, der Wille, groß kann man nicht sagen. Andi hat mich heute gefragt, spontan, ob ich heute Abend noch mitspringe. Eigentlich war nur der Wasserball-Contest abgesprochen. Deshalb, ja. Ja, das heißt, Übungsphase war gleich G0. Richtig. Sehr gut. Das heißt, ein bisschen aufgeregt jetzt? Ja, ein bisschen. Aber der Sprung wird jetzt auch nicht so spektakulär. Ja, komm, wir drücken dir alle die Daumen. Du frierst auch ein kleines bisschen. Es ist ja ein bisschen kälter geworden, von daher machen wir, glaube ich, auch. Stefan, ja, ganz kurz, lass dich unterbrechen. Das ist doch so meine persönliche kleine Rache jetzt an Inken. Was? Denn heute lief sozusagen der Basketball-Ziel-Contest vom Turm ab. Ich bin gegen Inken angetreten mit der klaren Vorgabe zu gewinnen, weil ich dachte, sie liegt in der Luft, hat ein politisches Gleichgewicht und dann trifft sie sowieso nicht. Am Ende musste ich mich x-mal vom Zehner runterstürzen, hat nicht getroffen und Inken blieb auf dem Fünfer stehen und wirft den Ball von dort und genau in den Korb rein. Jetzt aber darfst du springen. Ja, guck mal, geübt ist geübt, oder? Also meine, da ist natürlich gut zu Hause beim Thema Basketball. Ich lasse dich jetzt einfach nach einer kurzen Zugphase alleine. Ich denke, wir werden alle auf den Rängen für so eine hübsche Frau nochmal aufstehen und den Rhythmus aufnehmen in euren Händen. Also komm, klatsch schon mal ein bisschen hier im Nordbad in Halle für Inken Henningsen von den Lions. Ja, in Ordnung. Prima. So. Inken, wo schwimmst du hin? Komm gleich hier hinten raus und Inken laufen. Die Wertung. Nach der Rache würde ich aber auch nicht zu dir schwimmen. 7,5, 8 und die 7. Und da denke ich, mit dem Versuch hast du alles richtig gemacht. Ja, Applaus nochmal, oder? Für Inken Henningsen, die sich von Schlitz zu Andi heute im Laufe des Tages hat überzeugen lassen, aber der Sprung war echt gut gewesen, sauber eingetaucht, also ich hätte es nicht besser machen können, muss ich ganz ehrlich von hier oben vom Fünfer gestehen, besser hätte ich es nicht machen können, also das war wirklich echt schön, war schön anzusauen. Also ich muss ehrlich sagen, es hat mich mächtig gewurmt, heute dann zu verlieren, weil ich wirklich dachte, ich habe das Feeling in der Luft und du wirfst den Ball. Könntest du dir vorstellen, heute Abend so 23 Uhr, 0 Uhr nochmal zum zweiten Duell gegen mich anzutreten? Das können wir nächstes Jahr machen. Stefan, was sagst du? Man braucht auch ein paar Entwicklungsphasen für die zweite Auflage des Sprungs meines Lebens. Ich glaube, heute Abend ist große Aftershow-Party angesagt. Da werden wir, glaube ich, das Wasser mal ganz aus den Augen lassen und einfach ein bisschen geil feiern. Es wird nämlich nicht mehr regnen heute Abend. Also von daher, ich denke, Inken aus jetzt ein oder andere Kaltgetränk. Bleibst du da mit dem Andi zusammen und dann feiern wir einfach ein bisschen. Oder mit unserem Resident DJ Zero direkt im Anschluss an Pfandspringen und an das Wertungsspringen hier im Nordbaden Halle. Geht nochmal einen schönen großen Applaus für Inken Henningsen.